Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde das neue Projekt der Europasportmittelschule in Mödling vorgestellt. Die neue IVO-Fußballschule von Ivica Vastic. Diese Zeit, wo ich Kindercamps gemacht habe mit Sturm Graz dort in Kärnten damals, wir haben im Sommer 600 Kinder gehabt und da habe ich auch Begeisterung bei Kindern gesehen. Wirklich, das hat mich geprägt, immer auch weiter. Ich habe mir gesagt, wieso gibt es auch nicht nur Camps, weil es gibt genug Camps eigentlich, wenn die Ferien sind. Aber außerhalb von der Ferien, dann geht ein bisschen auseinander das alles und ich habe mich immer so gewünscht, vielleicht mal eine eigene Fußballschule zu gründen. Weil ich liebe Fußball, ich bin ein begeisterter Fußballer und habe sehr viel erlebt und ich weiß, was diese Sportart mit sich bringt und das will ich jetzt versuchen, auch an Kids, auch meine Erfahrungen und meine Kennen auch weiterzugeben. Ein beispielhaftes Modell für Niederösterreich? Jede Initiative, die die Kinder zu mehr Bewegung bringt und der Ball ist das einfachste Sportmittel, kann ich als Sportlandesrätin natürlich nur gutieren und das gefällt mir schon sehr, weil man vor allem sieht bei den Kindern, wie viel Begeisterung die dabei sind, aber auch beim Herrn Vastic und das ist das Schöne, dass man hier Persönlichkeiten haben, die sich mit den Kindern gut auseinandersetzen können und das auch richtig rüberbringen. Und damit ist der Erfolg gegeben und gratuliere der Frau Direktor und ihrem gesamten Team zu dieser Initiative. Und letztendlich ist jetzt hier das Ergebnis, dass wir also auf zwei Ebenen kooperieren. Die eine Ebene ist die Ivica Vastic Fußballschule. Diese Sporthalle wird also für Ivica Vastic und für die Kinder und Jugendlichen eine Sportstätte und hoffentlich auch eine Sportheimat werden. Und das Zweite ist, dass Ivica Vastic ab kommenden Schuljahr bei mir in der Schule im Bereich Fußball Talenteförderung betreiben wird. Die zweite Schiene ist ja dann, dass also die IVO Fußballschule auch für die anderen Kinder auch da steht. Auch können die Kinder von Vereinen sein, müssen auch nicht bei Vereinen sein, können Jungs und Mädels sein von 8 bis 18 Jahre. Im Internet können sie dort mehrere Informationen dann noch auch erfahren und erhalten und so wird man dann starten. Um was es geht, ist ganz einfach die Leistungsfähigkeit, die Talente, die Talentpalette noch zu verbreitern. Schlussendlich ist es das Geschick dann der Vereine, der Funktionäre, nachdem eine Ausbildung stattgefunden hat, das auch in die Leistungsmannschaften zu übertragen. Ja.